Hi Leute, das ist jetzt wahrscheinlich der erste und einzige Vlog, den ich hier aus Borneo machen kann, denn auf der Reise nach hier ist mein ganzes Gepäck verloren gegangen. Keine Ahnung, die Airline hat es irgendwie verschlammt, deswegen meine ganzen Kameraakkus etc. Das ganze Equipment habe ich nicht hier, deswegen kann ich jetzt nur mit dem Handy filmen. Und da ist auch noch mal wenig Platz drauf, weil ich eben schon viel Fotos und Videos von Tieren gemacht habe. Das fand ich dann wichtiger als ein Vlog. Ja, ich bin hier jetzt am Mount Kinabalu. Bin schon seit 2 Wochen hier. Bin jetzt gerade im Nationalpark. Und habe auch schon einiges Cooles gefunden. Die ersten 10 Tage war ich in Tawau. Relativ im Osten von Sabah, dem malaysischen Teil von Borneo. Die Zikaden sind mal wieder laut. Da habe ich zum Beispiel Kakosoma Möllenkampi in Massen gefunden, waren schon fast eine Plage da. Hier am Kinabalu findet man ganz viele Pterodrilus-Weibchen, also die Trilobitkäfer. Und an der Lodge, in der ich seit 2 Wochen wohne, wir kommen abends ans Licht, wenn es mal nicht regnet. Was leider schon seit fast 3 Tagen durchgängig der Fall ist. Deswegen habe ich jetzt mal den Niesel ausgenutzt, um nochmal rauszukommen. Abends an den Lampen findet man da auch einige Lucanidae. Ich habe da schon Odontolabis, Femoralis, Waterstrate gefunden. Bisher leider nur ein einziges Weibchen, noch keine Männchen. Eben habe ich noch ein leider zertrampeltes Weibchen davon gefunden. Dann Cyclomatus, Montanellus, ganz viele Dorcus-Arten, zum Beispiel Dorcus ricimae volscens und Dorcus reichii bzw. Handsteinii postii. Somit die häufigste Art hier, habe ich das Gefühl. Jetzt am Tag habe ich nicht groß Hoffnung, Lucanidae zu finden. Die sind nämlich wie bei uns auch eher nachtaktiv. Wirklich Dämmerung gibt es hier nicht. Hier sitze ich gerade schön auf dem weichen Moospolster. sind nämlich wie bei uns auch nachtaktiv und dann nur 1 bis 1,5 Stunden unterwegs. Deswegen so am besten von 6:30 bis knapp 8 Uhr kann man Glück haben. Bis dahin bin ich dann auch wieder zurück an den Lampen. Es regnet eben sehr, 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 sehr viel hier oben. Deswegen ist der Boden auch nicht nur feucht, sondern wirklich nass. Und ich habe keine Ahnung, wie sich hier die Käferlarven entwickeln ohne Kiemen. Ziemlich lästig sind auch die Blutegel, die hier nicht nur im Wasser sind, sondern auch, weil es eben so feucht ist, sich gerne im Laub oder an kniehohen Büschen verstecken und einen dann ans Blut wollen. Deswegen immer schön stylisch. Die Hose in die Socken. Dann passiert nicht groß was. Ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich hier im Nationalpark bin. Ist nämlich bei gutem Wetter ziemlich überlaufen und wenn man hier was findet, ist es meistens schon zertrampelt. Deswegen nutze ich jetzt mal das weniger schöne Wetter, um einen Ausflug nach hier zu machen. In 2 Tagen geht es dann für mich weiter zum Mount Alap. Da gibt es zum Beispiel Cyclomatus chewii. Den möchte ich da finden. Dann noch weiter zur Crocker Range und noch 2 Tage zum Trusmadi. Mal schauen, was sich da so finden lässt. Tut mir leid, dass ich nicht wie versprochen mehr Videos machen konnte. Kann ich leider nichts für. Mein Gepäck ist nicht da. Ich hoffe, ich krieg's irgendwann wieder. Da ist mein ganzes Sammelequipment etc. drin. Und Filmequipment. Auf jeden Fall, ich habe Spaß hier. Bin fast einen Monat insgesamt hier. Mehr als einen Monat. Am 3. April geht's dann zurück. Seit dem 2. März bin ich hier. Und lohnt sich, kann ich euch sagen. Beeilt euch, wenn ihr es sehen wollt, denn auf den Wegen zu den Nationalparks, Kilometer über Kilometer, nichts als Ölpalmplantagen. Das ist echt traurig zu sehen. Und an der Crocker Range wurde auch das nächste Gebiet schon freigegeben.
Da ist jetzt ein Orchideenexperte, der eine Zeit lang hat, um ja, dort die seltensten und endemischen Arten rauszuholen und umzupflanzen. Und dann wird das Gebiet da platt gemacht. Ist echt traurig. Deswegen, wenn ihr einkaufen geht, achtet bitte drauf. Wenn Palmöl drin ist, kauft es nicht. Kauft es nicht. Okay? Wir sehen uns, wenn ich wieder zu Hause bin. Bis dann. Ciao.